Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 16.08.2024. Und unser DAX, der hat sich hier richtig frei gemacht am Donnerstag. Frische Luft gerochen. Oder was heißt frische Luft? Die muffige alte Range hat er wieder gerochen. Hat sich hier richtig mittig wieder reingezogen. In das Ding ist zwar noch nicht ganz auf seinem alten Mittelwert. Der lag jetzt im Bereich um 18.300. Aber deutlich wieder reingeschoben und die Ausbringung der Kerze zeigt auf jeden Fall, hier wurden einige überrascht, auch von den großen Jungs. Hier hat man jetzt nicht nur die Kleinen gefressen, sondern werden auch einige Große, die eben auf dem Pullback spekuliert haben, überrascht worden sein. Und die kann jetzt natürlich auch zum Freitag noch schön rausspielen. Das dürfte jetzt sehr interessant werden. Bei aller Fantasie, die wir aber im Kopf haben, sollte man nicht vergessen, dass wir wieder in die Range drin sind. Ja, wer sich nicht erinnert, dann guckt euch nochmal die Tage an, die in diesem Bewegungsabschnitt absolviert wurden. Ja, das ist ein ganz schönes Geschiebe gewesen, ganz schönes Gezerre. Und deswegen sollte man zum Freitag vielleicht auch nicht ganz so viel erwarten. Das kann durchaus sein, dass er sich jetzt die alte Range-Mentalität auch wieder annimmt und hier ein bisschen zur Seite rumfummelt. Für diejenigen, wo hier die Linie da ins Auge springt, die sich fragen, wo liegt denn die? Sowas kriege ich ja gerne mal hinterher dann nochmal zugerufen. Das wäre jetzt hier 360, das wäre dann von unten nochmal an diesen Aufwärtstrend einmal von unten dran. Das nach oben hin Ziel 360, aber auch 335, 300 sind die nächsten Ziele. Zunächst allerdings vielleicht erstmal, was wollten wir vom DAX am Donnerstag sehen? Wir haben am Donnerstag erwartet gehabt, dass unser DAX sich eben jetzt noch mit diesen nächsten Pullback-Marken auseinandersetzt, die da waren bei der neuen, nee, warte mal, jetzt bin ich, 29 hat man am Vortag schon gemacht, genau, deswegen hat man hier auf die 18.30, 18.000 gepeilt, wenn er über die 17.59 drüber kommt, und dann hatte ich gesagt, wichtig ist, dass dort eine rote Stundenkerze reinkommt, und wenn die kommt, dann kann er sich gut und gerne eben auch wieder bis 800, bis 8.30 zurückschieben, ordentlich nach unten rumpeln. Und was hat er gemacht? Er hat, den sieht man jetzt hier gar nicht so richtig, hä? Der hatte das Gap oben offen gelassen. Der hatte ein paar Punkte, also 10, 15 Punkte vor dem Gap gedreht. Und das war natürlich blöd. Also wenn ich da oben als DAX hingehe, um das Gap zu schließen und dann mit roter Stundenkerze nach unten anziehe, dann muss das Ding halt auch zu sein. Und das hat er nicht getan. Deswegen hatten wir da auch ein Update rumgeschickt und hatten insbesondere eben unsere Elisa dann auch zurückgestellt und haben gesagt, also das Gap ist halt noch offen, ja. Im Zweifel macht er jetzt runter auf 29 und dann kommt er wieder hoch auf 3, auf 18,23 und dann rennt er aber auch wahrscheinlich direkt gerade durch und macht noch eine 18,83 oder auf gleich noch die 18,51 klar. Ja, und so kam es dann. Ist dann runter auf die 29, der sagt, ja, weil eben das Gap nicht zu war, hat er die erste Bastion, also das ist die erste Support von oben gewesen, den ersten Support genommen und dann komplett nach oben durchgezogen. Vom Ablauf her schön, war in der Morgenanalyse so nicht besprochen, weil ich schon gedacht hätte, dass er direkt das Gap zumacht halt. Ne, hat aber nicht. Ja, hat die rote Stundenkerze hier quasi aus dem Support oder aus dem Widerstandsbereich nach unten rausgedreht, ohne ins Gap zu schließen. Ja, und dann hat er sich natürlich anfällig gemacht, hier umgebürstet zu werden. Und das hat er auch gemacht. Ja, und dann hat er eben diesen, ist auch ein typischer Donnerstag, ja, dieses unten aufschaukeln und dann oben einfach rausstellen und zur Seite gehen. Das haben wir auch schon oft von ihm gesehen. Bekanntes Bild. Hat man, glaube ich, auch am Nachmittag dann schon bei uns im Chat geschrieben. Da hatte jemand gefragt, Martin, was denkst du, was macht er jetzt noch? Er hat gesagt, also in so einen Fällen erwartungsgemäß einfach dann oben zur Seite raus. Und das hat er jetzt getan. Und jetzt wäre die Frage, was macht er denn jetzt am Freitag? Was können wir denn damit jetzt anfangen am Freitag? Und die Antwort ist tatsächlich immer etwas irritierend, weil die Leute das so eigentlich nicht sehen. Ja? Das Typische, was er auf Sonntag macht, ist eigentlich ein schwacher Freitag. Das klingt komisch, ja, aber es ist wirklich so. Man sieht es sehr häufig, dass er noch ein bisschen stärker reinstartet, irgendwas noch klar macht, hier, keine Ahnung, 250, 260, lass es vielleicht sogar noch eine 300 machen, aber es würde mich fast ein bisschen überraschen, wenn er die 300 am Freitag angeht. Und dann kleckert der sich, trotz vielleicht Aufwärtsgap, einfach so nach unten und dann hacken alle plötzlich ihre Shorts raus, und wollen dann long handeln, weil ja jetzt klar ist, okay, der Markt ist über die Pullbacks-Niveaus, jetzt wird er natürlich Richtung 20.000 steigen, das ist jetzt klar, die Tageskerze, die hat jetzt alle umgepolt halt, ne, und dann suchen die einen Long, und wie reagiert der? Der lutscht die aus, der fällt bis zum Tagesende ganz langsam, ganz eklig, nicht so viel, wie er vorher am Donnerstag gestiegen ist,
Aber er fällt bis zum Tagesende hier die Soße wieder runter. Und das könnte sogar den Donnerstag rausnehmen. Bis auf eine 17.900, das wäre als Rücklauf aus Tagessicht gar nicht mal verboten halt. Ne? Wenn der jetzt hier nochmal dran zurückrollt, der wird sich wahrscheinlich am Montag trotzdem wieder hochdrehen. Ja, aber ich würde dem Freitag eine harte Kante geben. Unter 200, zeigt er mir schon der Freitag, unter 200 würde ich mich darauf einstellen, dass der so richtig widerlich, langsam, träge, immer, also der wird dann so fallen und dann zuckt er bei jeder Scheiße, zuckt er nach oben. Und die Leute denken, ah, jetzt ist die Umkehr, jetzt geht er hoch, jetzt gehe ich long. Und dann kippt er wieder um und macht noch ein neues Tagestief. Dann zuckt er an dem Tagestief wieder nach oben, die Leute denken wieder, ah, gut, jetzt wurde ich ausgestoppt, jetzt gehe ich aber noch mal long. Jetzt dreht er, jetzt geht er oben Richtung 300. Ja, und dann kippt er wieder um und macht wieder ein neues Tagestief. So eine Bewegung kommt sehr häufig auf sowas, gerade wenn es der Verfall ist in einem schwachen saisonalen Zeitfenster. Ja, also sollte man mit auf dem Radar haben, wenn der DAX schwach ist, der kann Freitag das bis zum Abend ausreizen. Ja, also eine 18.000, 18.000, 15.000 locker erreichbar. Der kann das Gap zum Vortag zu machen, ja, zum Mittwoch hier. Das kann der hinkriegen, auf die 900 zurücksetzen. Ja, ich denke, der macht das langsamer. Ich glaube nicht, dass er so tief kommt. Ja, ich würde eher tippen, dass es so dann, wenn er es so macht, irgendwas so, dass er ein bisschen höher reinkommt, 18.250 und dann vielleicht so bis 18.80, 18.20, 18.10, so irgendwie in dem Dreh rum zurückrutscht. Das wäre so typisches Verhalten für den DAX. Einfach Stinkefinger an die Masse, ja, immer entgegen dem, was die Leute gerade haben wollen oder sehen oder riechen, schön einfach entgegen. Ja, das ist typisch für DAX, ein schönes Setup. Wie gesagt, ich würde es handeln, wenn ich sehe, der kommt beispielsweise in den Aufwärtsgap rein, kriegt das nicht gehalten, fällt auch unter eine 200, würde ich mich darauf einstellen, dass wenn so ein Hochzucken kommt von den Tiefs und der dreht dann wieder ein, dass ich dann eben auf ein neues Tagestief nochmal probiere zu handeln, um die kleineren einzelnen Schritte dann unten mitzunehmen. Was wäre die Alternative? Was könnte er noch machen? Er könnte völlig nach oben durchbersten. Verfallstagsdiagramme zeigen alle nach unten. Er hat die Leute jetzt hier richtig am Sack. Er hat hier richtig Leute an der Eier und kann die richtig drücken. Wäre natürlich nach oben die Verlängerung jetzt dessen. Ja, das heißt, sehe ich den DAX über 200, sehe ich den ein Gap offen lassen, nicht Aufwärtsgap und direkt runtertreten, sondern Gap aufreißen und Gap halten, nee, Gap nicht schießen. Und er setzt neue Tageshochs nach, kommt ein bisschen zurück und dreht sich wieder auf. Dann ist er für mich erstmal long. Und deswegen würde ich oberhalb von 250, oberhalb von 200 naja, also ich würde nicht pauschal oberhalb von 200 sagen, aber er hat schon oberhalb von 200 die Tendenz nach oben. Oberhalb von 250 verstärkt sich das. Kann er nochmal so einen Tag dranhängen. Ja, und dann wird er auf den Ausbruch unten, der Fehlausbruch oben folgen. Und dann reden wir über eine 400. Ja, das ist zum Freitag easy, ja, machbar. Kann er drüber. Kann er noch einen Satz drüber machen. Keine Ahnung, 460. Ja. Das wäre auch eine Variante, die hier gut reinpassen würde. Das Typischste wäre dieses Abgleiten, dieses nach unten, alle hauen Long rein, der jagt alle aus dem Long raus, links Freitag auf Tagestief. Alle, die gerade fort ausgestoppt sind, jetzt auf Long gesprungen sind, denken sich, oh, Scheiße, jetzt bin ich genau am Top, bin ich aus dem Short raus. Jetzt zählt er auch nicht so lange, dann machen die das vorm Wochenende noch zu und am Montag kommt Aufwärtsgap und er rennt oben weiter raus. Das wäre das Typischste. Ja, aber ich würde deswegen nicht shorten, wenn er Stärke zeigt. Ja, wenn er sich durchdrückt und oben kräftig durchpowert, 300, 335 und 400 plus Ausbruch sollte eingeplant werden. Ja, warum soll er an der Kante jetzt, der kommt mit so viel Saft an. Warum soll er sich an der Kante zerbersten? Der geht da durch. Der setzt da jetzt den nächsten Fehlausbruch hin. Jetzt hat er unten einmal rausgeguckt, dann guckt er oben auch raus. Im Tagesschart ist der Channel ja noch ein bisschen höher sogar angesetzt. Ja, da geht es hier dann erst bei der 700 rum. Aber ich sag mal, wenn er jetzt am Freitag noch was oben drauf setzt, dann wisst ihr auch, über was wir nächste Woche reden. Ah, weil dann kommt das hier wieder in Fokus. Die Kante. Haben wir ja gestern schon gesagt, ja. Also wenn er hier durchsteigt, dann reden wir bald wieder über Ausbruchsmöglichkeiten an der Oberkante. Ja. Spannend schnell. Also ich finde es mega interessant. Ich finde den Donnerstag, das ist super gelaufen. Aber die Nummer mit dem Kurs vorm Gap wegdrehen, dann letzten Support 29 wieder hoch.
Also es ist, das kann unser DAX. Ja, da stehen sie wieder alle da und kotzen über den DAX, wie scheiße und wie manipuliert der doch ist, aber er macht das immer wieder mit System halt. Ne? Das sind so richtig Standardabläufe, die er einfach so aus dem Repertoire hat und er kriegt immer wieder die Leute damit gegen die Wand geschmissen. Immer wieder kriegt er das hin. Das ist faszinierend. Das ist so genial, welche Psychologie eigentlich hinter so ganz simplen Bewegungsabläufen steht und das funktioniert immer wieder. Er kriegt immer wieder die Leute richtig an die Eier und richtig gedreht, nur indem er irgendwie Anstiege, Abfänge in eine bestimmte Reihenfolge setzt und er kriegt immer wieder das Gleiche, was man sieht. Das ist genial. Also Hut ab, da würde ich am liebsten auch nochmal ein Psychologiestudium dranstecken, um das so ein bisschen besser greifen zu können, weil ich sehe ja, dass das funktioniert. Ich sehe, wie er es macht, wie die Leute reagieren, wie sie immer wieder gleich reagieren, auf immer wieder die gleichen Situationen, ja. Auch dieses hier unten, dieses Rausfloppen, diese negativen Nachrichten im Tief, dieses übertriebene Mundtotmachen von jedem, der long redet und zack, steht die Kiste wieder am Hoch und alle halten die Fresse. Da erzählt keiner mehr was von Iran-Krieg, da erzählt keiner mehr was von Crash wie 2008 und so weiter und so fort. Jetzt haben wir wieder die Fresse. Und dann ist das eben meistens der Moment, wo er dann eben so ein Tag einfach wieder entgegenrudert. Ja, deswegen, das wäre das Typischste. Kleines Aufwärtsgap und den ganzen Freitag nach unten ziehen, das würde perfekt reinpassen. Gut, Freunde, das dazu. Ich hoffe, euch macht das genauso viel Spaß wie mir. Hoffe, ihr kriegt auch was raus. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg. Gutes Klingen am Freitag. Webinar werden wir am Sonntag machen. Und dann hören wir uns am Sonntag wieder. Ja, die einen im Webinar, die anderen für die Morgenanalyse zum Montag. Bis dahin. Tschüss.